Hallo zum Tageshoroskop vom 24.05.2023. Wir haben den Mittwoch erreicht und es ist wieder eine Menge los und dann fangen wir auch gleich an. Und zwar haben wir die Sonne hier natürlich im Zeichen Zwillinge, im Luftzeichen Zwillinge. Das heißt, es ist so eine luftige Energie, die die Handlung beschwingt. Man ist viel in Bewegung, man informiert sich viel. Ja, kommt vielleicht viel zu Verhandlungen. Insgesamt hat der Handel eine Betonung auch in dieser Phase, aber auch die Themen Fortbildung, Bildung, Schule und Mobilität, Verkehr sind natürlich hier betont und stark im Fokus. Ja, und der Mond dazu ist heute hier im Krebs bis zum Nachmittag und betont also hier so gefühlvolle Begegnungen. Ja, kümmert sich vielleicht um sein Zuhause, und zieht sich gerne zurück. Man hat verstärkt Kontakte zur Familie. Man ist so ein bisschen auf Privates mehr ausgerichtet. Ja, und dann kann es natürlich auch sein, dass man also sich zum Beispiel mit Ernährung beschäftigt, oder mit überhaupt so mit Wohnthemen kann das natürlich auch sein. Und dann am Nachmittag, kurz nach 16:30 um 16:36 Uhr wechselt der Mond in den Löwen und bringt dann hier sehr starke Liebesgefühle vielleicht. Das ist ja so eine sehr schöpferische Energie, so eine göttliche Energie im Löwen. Da kann man sehr selbstbewusst sein in diesen Stunden und dann möchte man auch gern was in die Welt bringen. Und das ist auch wirklich so eine Zeit, wo man das Vergnügen sucht und das dann sehr schön in der Begegnung findet. Ich habe ja hier das Mitternachtshoroskop und da ist dann in der Begegnung quasi der Mond und dementsprechend sucht man also verstärkt an diesem Tag den Kontakt. Und wie gesagt, in der ersten Hälfte dann verstärkt vielleicht familiären Kontakt, aber ansonsten ist einfach auch eine sehr schöne Phase, um ja, Kontakte zu pflegen, was den Mond betrifft. Die Venus ist ja hier gerade auch in der Begegnung, auch im Krebs. Das heißt, man verschönert gerne sein Zuhause oder hat also auch durch die Venus hier langfristig Kontakte zur Familie vielleicht oder sehr emotionale Kontakte insgesamt. Aber die Venus ist jetzt gerade hier in Spannung zum Chiron. Und der Chiron ist ja hier auch an der Kommunikationshausspitze im dritten Haus. Das heißt, aktuell kann es sein, dass man hier stark Kritik begegnet. Also, das heißt, zum Beispiel bei familiären Kontakt kann es hier Kritik anzeigen. Oder man hat mit Handwerkern zu tun. Oder es geht hier vielleicht um Arzttermine. Und all das ist hier durch diesen Spannungsaspekt, das Quadrat, bringt das hier Herausforderungen. Also es könnte sein, dass man hier Schwierigkeiten hat, Termine zu finden bezüglich Handwerkern oder Ärzten. Aber auch ansonsten zum Beispiel hier Chiron im Widder, das beschreibt, worüber man spricht. Und da geht es also zum Beispiel um die Umweltaktionen, hier die Klimakleber als Beispiel mal genannt. Und da ist ja die Beliebtheit gerade quasi auf dem Tiefpunkt angelangt und oder das Verständnis auch. Und dementsprechend hat man dann hier ja, quasi so ein Gegenwind. Und auch sonst kann es zum Beispiel auch so Finanzen im Zusammenhang mit der Umwelt hier ja, Konflikte bringen. Oder ansonsten ist Chiron ja auch arbeitsgestört. Das heißt, es kann auch sein, dass man hier Gefühle für jemanden bei der Arbeit hat oder die Arbeitsbeziehungen momentan irgendwie eine Herausforderung darstellen. Also, das ist hier jetzt ziemlich sehr, deutlich zu sehen. Ja, und zum Beispiel die Klimakleber, da hatte ja Scholz gerade formuliert, dass das irgendwie das für eine bekloppte Aktion hält. Und da gab es ja dann auch gleich Empörung von den Grünen oder natürlich von den Klimaklebern selber. Und ansonsten ist das, oder beziehungsweise auch die letzte Generation wird ja gerade geprüft hier juristisch mal wieder. Und das ist natürlich auch sehr stark erklärbar hier durch diesen Aspekt von Mars. Also den anderen Spannungsaspekt, den wir gerade hier stark betont haben, von Mars und Pluto mit hier Jupiter und Mondknoten und Justitia, das heißt schicksalhafte, juristische oder ideologische Themen. Also
ideologische Verbindungen werden juristisch geprüft. Sektenähnliche Strukturen, sagt man ja auch hier diesen der letzten Generation nach, so, oder, also das hatte ich zumindest da so gelesen in dem Kontext. Und das Ganze hier, die Aktion Mars oder auch die Gewalt hier mit Mars Pluto oder die Vorstellung, die man da hat, oder auch die Manipulation insgesamt bei Aktionen, das ist hier von der Masse hier nicht mehr getragen. Und wird also hier quasi sehr schön dargestellt durch diesen Aspekt. Es ist sowieso ein Aspekt, der auch so das Massenschicksal ja beschreibt. Und hier geht es also, wie gesagt, um die juristische Aufarbeitung des Ganzen und das bringt also hier viel Streit und Konflikte. Auf einer anderen Ebene ist das hier zum Beispiel auch noch zu sehen in der Thematik von sportlichen Wettkämpfen. Hatte ich ja gestern schon was zugesagt, aber ein anderes Beispiel hatte ich jetzt gerade gelesen. Das ist jetzt nicht so bedeutend, beschreibt aber natürlich hier wunderbar diese Energien. Und zwar hatte ich gelesen, dass der Lothar Matthäus mit seiner Partnerin einen Fußballclub in Ghana in Afrika gekauft hat. Und das ist hier zum Beispiel auch eine Variante. Also Mars ist ja der Sport, Pluto sind die Verträge und Jupiter ist das Ausland. Und da engagiert man sich hier oder hat dann hier etwas zu erleben. Auf einer heftigeren Ebene sind es natürlich die kriegerischen Konflikte, weil Mars natürlich auch der Kriegsgott ist. Und das ist ja zum Beispiel in Bachmut gerade zu erleben, also die Kämpfe dort. Also darüber berichte ich ja nicht jeden Tag, aber ich schaue ja natürlich auch hier immer nur einen Ausschnitt an und ich möchte ja auch nicht nur Negatives berichten, sondern so eine ausgewogene Berichterstattung, beziehungsweise halt auch das, was die Konstellationen so hergeben. Und man sehe es mir nach, wenn ich da nicht immer ganz ausgeglichen berichte. Es ist ja immer nur selbstverständlich subjektiv geprägt, das Ganze hier. Da kann man sich natürlich nicht von frei machen. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, also mit dieser Konstellation Mars, Pluto und Jupiter natürlich auch weiterhin dieses Heizungsgesetz, was ja sehr stark umkämpft ist hier und auch sehr schön hier in diese Konstellation passt. Also Mars ist ja die Energie, Pluto ist so das Zwanghafte oder auch die Verträge und Jupiter, das Ganze wird hier juristisch geprüft, beziehungsweise da gibt es auch fanatische Überzeugungskämpfe sind das hier in diesen Tagen. Es ist natürlich weiterhin auch die Gefahr von Gewalt und von ja, Brutalität, Rücksichtslosigkeit. Also da bitte vorsichtig sein. Also das ist natürlich immer die Frage, inwieweit das dein persönliches Horoskop betrifft. Ich bespreche ja hier die kollektiven Energien, aber wir sind natürlich alle Teil vom Kollektiv und man spürt das ja oder sieht das ja, wenn man die Augen offen hat, wie sich das zeigt. Ja, dann haben wir den Asteroid Karma beim Karma-Planeten Saturn, also eine starke Betonung hier von karmischen Themen aktuell. Das ist auch deswegen stark betont, weil ja hier der Aszendent vom Mitternachtshoroskop, was ich hier mal nehme, um den Tag zu beschreiben, im Zeichen Steinbock ist. Das heißt, im Steinbock, da geht es um Prüfungen, um die Gesellschaft, um politische Themen, um Verantwortungsthemen, aber auch um Reduktion, um Einschränkungen. Und das Ganze hier hat mit dem Herrscher Saturn und dem Asteroid Karma mit karmischen Themen zu tun, aber auch um Bewertungen und um Finanzen vielleicht. Also man hält die Finanzen jetzt zusammen, man spart und insgesamt geht es auch mit dem Pholos immer noch weiter hier am Aszendenten um Beziehungen, um Arbeitsbeziehungen, um Beziehungen in der Gesellschaft, um ja politische Kontakte und wie gesagt, das ist beherrscht hier vom Saturn mit Karma. Ja, und der Saturn mit Karma zusammen, der beschreibt natürlich auch Sterbeprozesse. Saturn ist ja das Ende auch unter anderem und beschreibt also hier in den Fischen ja das Ende von Schauspielern zum Beispiel verstärkt oder auch Prüfungen ja, der Pharmazie oder Einschränkungen der Pharmazie. Also wenn man sich überlegt, wie noch vor einigen Monaten quasi dort der Reibach gemacht wurde und jetzt quasi wird das immer mehr reduziert hier oder geprüft auch und Saturn bringt natürlich auch die Strafe und da kann man nur darauf hoffen, dass sich das hier mal zeigt, dass die quasi zur Rechenschaft gezogen werden.
Ja, und auch nochmal zu den Sterbeprozessen. Es gab, das hatte ich auch so eine Meldung gelesen, ein bekannter Hamburger Reeder aus einer Schiffsreederei, also ist gestorben beim Treppensturz, und also vermutlich schon älter, der Herr. Also ich glaube, der war auch älter, also weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist halt hier das auch so passend, weil insofern, dass natürlich Fische das Zeichen der Schifffahrt und der Reeder ist. Und dann auch sowas sich dann zeigen kann. Also das Ende in Bezug auf einen Reeder oder auch in Bezug auf die Schifffahrt. Also dass man hier, das wäre zum Beispiel auch möglich, dass gerade hier so die Kreuzschifffahrtsthematik oder überhaupt Schifffahrt auch noch stark hier eingeschränkt wird. Würde ja auch passen zu den ganzen ökologischen Betonungen, die wir ja haben. Also dass man alles prüft. Und das, auch das ist hier übrigens hier Saturn in den Fischen. Also die Prüfung in Bezug auf die Natur, auf die Ökologie, auf das ganze Ökosystem, dass man hier sich einschränkt aus diesen Gründen. Ja, und das geht ja hier noch knapp 2 Jahre so, weil das natürlich hier, der braucht ja noch so lange, bis er dann in den Widder geht. Ja, Ergebnis dieser Zeit ist mit dem MC im Skorpion, also des Tages oder das, was man hier in der Öffentlichkeit vorfindet oder im Beruf oder auf der politischen Ebene, das sind hier Zersetzungsprozesse, Krisen, Fanatismus natürlich auch in extremer Form im Skorpion, aber halt auch so giftige Prozesse. Also das ist natürlich immer so, es geht um Abhängigkeiten, um Verbindungen, Verbindlichkeiten und der Asteroid Psyche ist damit drauf. Also es ist vielleicht eine starke psychische Belastung, gerade im beruflichen, aber halt auch im öffentlichen Bereich erlebbar. Und das Ganze in Spannung hier zum Asteroid Liebe, aber verstärkt hier auch noch zum dunklen Mond, was hier so möglicherweise ja die Thematik von so Burnout-Prozessen, von psychischen Krankheiten vielleicht betonen könnte in der Öffentlichkeit, aber halt auch ja Migränevorfälle, sowas natürlich auch oder einfach auch ja so eine Überlastung halt. Aber ansonsten kann es halt auch eine Unzufriedenheit mit der Regierung aktuell anzeigen, natürlich verstärkt wieder. Und der Herrscher vom Skorpion, der Pluto, ist ja hier im Rückwärtsgang. Das heißt, es geht um eine Aufarbeitung von Themen weiterhin. Und das betrifft hier die eigene Person und betrifft dann natürlich alle, weil wir sind ja alle hier abgebildet in irgendeiner Form. Das heißt, hier die Abhängigkeiten, die wir haben, dürfen wir alle prüfen. Wir dürfen hier mit der Vergangenheit aufräumen. Und das Ganze hier mit Entspannung zu Mars und zu Jupiter kann also mit Erotik im Zusammenhang stehen, mit Zielen im Zusammenhang stehen oder auch mit juristischen Themen, mit Überzeugungen. Also es geht hier sehr stark um Aufarbeitung, um karmische Aufarbeitung von Themen aktuell. Pluto ist ja auch ein Karma-Planet. Also sehr, sehr interessante Zeit. Ja, und dann haben wir den Asteroid Vesta hier mit Uranus am IC stehen. Das heißt, zu Hause ist vielleicht gerade hier oder in der Heimat sind hier gerade große Veränderungen angezeigt. Es kann sein, dass man hier vielleicht Reparaturen zu Hause erlebt, was natürlich auch wieder zu dem Chiron mit Venus passen würde, mit den Handwerkern. Unruhe zu Hause, starkes Freiheitsbedürfnis, eine innere Motivation, etwas zu verändern. Das ist hier gerade angezeigt. Kann auch sein, dass man hier technische Thematiken hat zu Hause. Das wäre natürlich auch möglich. Ja, also dann sind wir soweit auch durch. Gab natürlich wieder viel zu sagen hier. Dann bedanke ich mich für dein Interesse. Freue mich natürlich, wenn du mir einen Kommentar da lässt oder wenn du meinen Beitrag teilst oder mir ein Like gibst oder wenn du noch hier kein Abo dagelassen hast, meinen Kanal abonnierst. Wenn du selber Interesse an einer individuellen Beratung hast, dann freue ich mich natürlich, wenn ich dir da helfen kann. Kannst eine Beratung einfach über das Kontaktformular buchen. Das ist hier unter dem Video. Ist eine super Geschichte. Kann ich nur jedem dazu raten. Ja, und ansonsten, wenn du morgen wieder dabei bist, freue ich mich morgen in alter Frische. Sehen wir bzw. hören wir uns dann wieder. Bis dahin alles Gute, wünsche dir eine tolle Wochenmitte. Bis morgen, tschüss.